Moin, Projekt Zuversicht. Die letzten Tage war das bei mir so von meiner Energie und meiner Laune so ein bisschen so ein Hin und Her, auf und ab. Und ich habe gedacht, ich erzähle dir das mal, damit du weißt, dass es bei mir auch so ist. Manchmal. Und weil ich denke, dass es dir wahrscheinlich auch so geht. Wem geht das nicht so? Und ich möchte dir erzählen, was ich so mache, damit es mir dann auch wieder ein bisschen besser geht und was du vielleicht auch ausprobieren kannst. Für mich ist es ganz wichtig, wenn ich mich so fühle, dass ich irgendwie mich bewege, also meinen Körper irgendwie auch spüre und oder in die Natur gehe. Natur ist etwas ganz Wunderbares, wo ich und vielleicht auch du wieder zurückfinden kannst zu dir, ich zu mir, weil ja, wir sind Natur und wir gehören einfach dazu und das spüren wir dann auch, wenn wir in die Natur gehen und wenn wir diese Natur dann auch mit allen unseren Sinnen aufnehmen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit dem Riechen, vielleicht sogar mit dem Schmecken und auch mit den Körpergefühlen, so wenn du den Wind spürst und ganz wichtig, auch das Gehen spürst, den Kontakt zum Boden spürst, den Kontakt zur Mutter Erde spürst. Das ist auch etwas, was du auch zu Hause machen kannst, entweder indem du in deinen Garten gehst, wenn du einen hast, barfuß am besten, auf dem Rasen rumläufst oder auch auf dem Sand und wirklich spürst, wie fühlt sich das an, in diesem Kontakt mit Mutter Erde, mit der Erde. Wenn du keinen Garten hast, kannst du das auch bei dir zu Hause machen, indem du einfach ganz bewusst so gehst, Schritt für Schritt, ganz langsam und dabei wirklich versuchst zu spüren, wie sich das anfühlt, der Kontakt zum Boden. Oder du legst dich lang hin und spürst auch da, so mit der ganzen Auflagefläche deinen Kontakt zum Boden und nimmst es so richtig in dich hinein. Yoga ist auch eine super Möglichkeit, um sich zu erden, um wieder so richtig anzukommen bei dir und auch in deinem Körper. Dafür braucht man auch keine Gruppe. Es ist gut, es zu lernen über Internet, über Gruppe oder so etwas oder vielleicht auch über Bücher, aber achtsam damit umgehen. Aber tatsächlich kannst du auch gut Yoga für dich alleine machen und wirklich da wirklich zu dir kommen. Tanzen ist auch wunderbar. Musik auflegen, die dir richtig gut gefällt und dich intuitiv dazu bewegen. Singen ist auch wunderschön. Eigentlich alles, was du mit deinem Körper machen kannst, um dich wieder mehr zu spüren. Ja, jetzt würde ich gerne noch eine kleine Meditation mit dir machen
um dir noch eine Möglichkeit, diese Verbindung zum Boden und damit letztlich wieder zu dir selbst irgendwie erfahrbar zu machen. Du kannst dich hinsetzen, so hier so wie ich, oder auf einen Stuhl, oder du kannst dich hinlegen. Und dann schließt du deine Augen, atmest tief ein und aus, ein paar Mal tief ein und aus und konzentrierst dich auf deinen Kontakt zum Boden. Deinen Kontakt zum Boden mit dem ganzen Körper, wenn du liegst oder wenn du sitzt, auf deinen Kontakt zum Boden mit den Fußsohlen und deinem Gesäß. Nun stell dir vor, dass aus deinen Fußsohlen, wenn du sitzt, oder deinen Fersen, wenn du liegst, Wurzeln in die Erde wachsen. Du atmest ein und beim Ausatmen lässt du die Wurzeln in die Erde wachsen. Einatmen und ausatmen und die Wurzeln gehen noch tiefer hinein in die Erde. Mach das ein paar Mal. Und nun lässt du eine dritte Wurzel aus deinem Gesäß in den Boden wachsen. Du atmest ein, beim Ausatmen lässt du die Wurzel in den Boden wachsen. Mach das ein paar Mal. Und dann atmest du ein und ziehst aus diesen Wurzeln die Kraft der Erde in dich hinein, zunächst in deinen Beckenraum. Und verteilst die Energie beim Ausatmen in deinem Becken. Vielleicht magst du dir eine Schale vorstellen in deinem Becken, in die du die Energie hineinbringst. Einatmen, die Energie aus der Erde ziehen, in deiner Beckenschale ausatmen. Mache das ein paar Mal. Vielleicht kannst du die Schale wahrnehmen. Vielleicht hat sie eine Farbe. Vielleicht ist sie rot. Oder vielleicht hat sie eine andere Farbe. Spür die Energie, die du aus dem Boden gezogen hast, in dir, in deiner Beckenschale. Spür
Spür die Kraft. Die Kraft der Erde in dir. Deine Stärke. Die Stärke der Kraft der Erde verbunden mit deiner Stärke in dir. Vertrauen, dass die Erde dich trägt. Vertrauen, dass du hier genau richtig bist. Vertrauen, dass das hier dein Platz ist. Vertrauen, dass dir nichts passieren kann. Dass alles richtig ist. Jetzt zieh die Wurzeln beim Einatmen wieder zurück in deine Füße. Und in dein Gesäß. Spüre, dass der Körperkontakt zur Erde, dein Körper auf der Erde, in diesem Kontakt immer noch spürbar ist. Stell dir vor, dass er spürbar bleibt, auch wenn du jetzt gleich zurückkommst. Noch ein tiefer Atemzug und dann stelle dich darauf ein, dass du wieder ganz hierher zurückkommst. Bewege deine Hände und Füße, deine Arme und Beine. Regel dich, streck dich. Noch ein tiefer Atemzug. Augen auf, hellwach. Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank, dass wir zusammen sein konnten mit Mutter Erde. Tschüss.